Wir waren gestern Abend mit dem Wunderstuhl in der Schinkenstraße und wir hatten richtig, richtig Hammer Begegnungen. Und unter anderem ist ein Typ bei uns gewesen und als er gekommen ist, habe ich direkt gesehen, dass er gehumpelt ist. Und wir haben ihn gefragt, hey, brauchst du ein Wunder? Und er hat eigentlich erst gesagt, hey, ja, ihr dürft für meine Familie beten. Und habe ich gesagt, ich habe aber gesehen, dass du gehumpelt bist. Wollen wir nicht dafür beten? Und es war cool, er hat sich auf den Wunderstuhl gesetzt. Wir durften ihn segnen, wir durften Wahrheiten aussprechen, wir durften für ihn beten. Und dann ist er aufgestanden und er konnte normal laufen. Und dann er ist durch die Schinkenstraße gerannt und er ist, wow, so ein krasses Wunder, unglaublich. Und es war cool, weil wir dann direkt nochmal beten durften, dass es noch besser wird und nochmal, dass es noch besser wird. Und wir durften ihm dann die 4 Punkte erklären, das Evangelium, was wir einfach gerade gemacht haben und ihn einfach noch segnen. Und dann ist er noch weitergegangen und die Geschichte hört nicht auf. Genau, danach ist er nämlich zu mir gekommen, weil er gesehen hat, dass ich auch zur Gruppe gehöre. Und er hatte noch ganz viele Fragen und ich konnte mit ihm ins Gespräch kommen und ihm noch mehr vom Evangelium erzählen und erzählen, wie groß das Gott ist. Und schlussendlich sind wir zum Punkt gekommen, da habe ich ihn gefragt, ob er das Leben mit Jesus gehen möchte, wenn Jesus jetzt gerade vor ihm stehen möchte. Und tatsächlich hat er gesagt, dass er das gerne tun möchte. Dann konnten wir zusammen das Übergabegebet sprechen und ich konnte ihm noch eine Bibel schenken. Und ja, dann habe ich ihm einfach gesagt, dass er weitermachen sollte und sich eine Kirche suchen sollte und ja, dass Gott noch nicht fertig ist mit ihm. Yes.